Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich drehe gerade mit meinem Handy, deswegen nicht wundern und die Shisha gehört nicht mir. Ich bin gerade auf Fehmarn bei Freunden zu Besuch und deswegen drehe ich gerade hier das Video. Ich weiß, vielleicht ist die Kameraqualität nicht so gut, nur es gibt gerade ein kleines Problem mit meiner anderen Kamera. Ich weiß nicht, was da los ist. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es trotzdem nicht schlecht wird, das Video. Auf jeden Fall habe ich euch gefragt, auf jeden Fall habe ich euch die Aufgabe gegeben bei Instagram, ob ihr mir Fragen stellen könnt unter meinem Instagram-Bild, die ich dann in diesem Video beantworten werde. Und da habt ihr so viele Fragen. Oh Gott, das ist krass. Ihr hattet so viele Fragen. Auf jeden Fall habe ich gerade einen Gast dabei. Sag mal hallo. Hi. Das ist der Basti. Das ist einer von den Freunden hier. Und ja, er liest mir jetzt die Fragen vor. Er sucht jetzt irgendwelche Fragen raus und ich würde sagen, wir beginnen doch mal. Enya, was war der peinlichste Moment in deinem Leben? Du lachst schon so, ne? Ja, ich bin... Warum? Na so, sag doch. Kennst du einen peinlichen Moment von mir? Nein. Der dir jetzt gerade einfällt? Nein. Außer ihm. Was? Nix. Ich hab echt gar keine Ahnung. Enya, wie bist du darauf gekommen, YouTube anzufangen? Ich habe ja mit Musical.ly angefangen und ja, dann habe ich halt eine gewisse Reichweite bekommen auf Instagram und Musical.ly und voll viele haben mich dann gefragt, ob ich dann mit YouTube anfangen kann. Ja, und dann dachte ich mir, dann nutze ich das mal aus. Ja, und jetzt bei YouTube. Warst du mal in einer Tanzschule oder kannst du dich von Geburt an so gut bewegen? Auch von Geburt an wäre ja ein bisschen komisch. Nein, ja, also mit 3 war ich das erste Mal in der Tanzschule und seitdem kann ich eigentlich so, ja, ich würde jetzt nicht sagen als Baby, so, also als Kleinkind habe ich halt angefangen zu tanzen und dann hatte ich das ein bisschen so im Blut, ja. Was hast du in deiner Zukunft alles noch so vor und was hast du noch für Pläne? Also, was ich vorhabe, also man weiß ja nie, wie es kommt, aber ich würde mir wünschen, dass es jetzt so bleibt, wie es ist, vielleicht sogar noch besser wird und ja, weil ich bin gerade momentan sehr, sehr glücklich, so wie es gerade ist und ich hoffe, dass, ja, dass ich gesund bleibe, ja. Verletzen dich denn Hater? Haben mal. Also jetzt ist das so Gewohnheit so. Man liest halt voll oft so Hater-Kommentare. Vor allem bei mir ist das halt der Fall, weil ich halt oft freizügig bin und dann schreiben die halt so Schlampe. Aber mittlerweile juckt es mich auch gar nicht mehr. Nein, mich interessiert nicht, was andere sagen. Also jetzt, es verletzt mich eigentlich gar nicht. Ne, gar nicht, überhaupt null. Außer wenn man meine Familie beleidigt. Dann tut das schon ein bisschen weh. Was ist das Teuerste, was du je gekauft hast? Oh mein Gott. Da, aber nicht, dass jetzt irgendwelche schreiben, boah, du prahlst voll. Aber ich sag's jetzt trotzdem mal, ein Gürtel. Also ich sag den Preis jetzt nicht, das ist voll scheiße, wenn ich den Preis sage. Das teuerste war ein Gürtel. Was? Das kann man jetzt so oder so sehen, ne? Ist das so ein heftiger Bonzengürtel gewesen? Ja, von Moschino oder Moschino, was weiß ich, wie das alle immer aussprechen. Ich sag immer Moschino dazu. Moskito. Moskito. Ja, was? Ich habe schon gehört, manche nennen das Moschino und ich denke, keine Ahnung, für mich heißt das Moschino. Okay. Moschino. Was wolltest du früher einmal werden? Polizistin. Also ich will es eigentlich immer noch werden, aber naja. Machst du Workouts oder generell Sport? Nein. Ich hasse Sport. Ich tanze eigentlich nur. Ihr könnt, also man kann ruhig meine Freunde fragen oder Familie, die wissen alle, dass ich faul bin. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ich und Sport? Geht gar nicht. Okay. Wenn du für was denn? Wenn du für einen Tag ein Junge sein könntest, was würdest du tun? Ich glaube, ich wäre schon so ein Arschloch. Also, ich weiß nicht, viele wissen jetzt bestimmt, was ich damit sagen will. Andere, dann tut es mir leid, ich will es jetzt eher nicht sagen. Ich glaube, das ist ein bisschen komisch. Okay, auf jeden Fall, ja, wir vergessen das mal. Ich muss eine Sitzerhöhung haben. Weil sie so klein ist.
Hätte es mir auch einen Links-Kindersitz geben können. Dein Lieblingsspiel? Mein Lieblingsspiel? Bei was denn? PlayStation oder was? Ich denke mal. GTA. 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 Mc's oder Burger King? Boah, das ist richtig schwer. Eigentlich würde ich sagen Burger King. Aber jetzt sage ich wieder Mc's, weil ich gerade nur auf diesem Mc's-Trip bin. Das ist voll komisch bei mir, mal Burger King kennt. Enya, wie war deine Kindheit? Nice! Ich hatte eine schöne Kindheit. Ich habe GTA San Andreas gespielt. Ich glaube, das ist so die ganze Kindheit, die man überhaupt haben kann. Vor allem als Mädchen. Weil ich ein Mädchen bin. Ist schon neue Musik geplant? Wir sind auf jeden Fall so an der Arbeit. Also ich will auf jeden Fall weiter mit Musik machen. Das kann ich euch schon mal sagen. Was dann kommt oder was euch jetzt im Kopf liegt, das bleibt bei euch. Wie war dein erster Auftritt? Oh mein Gott, ich war so aufgeregt des Todes. Ich wäre fast gestorben vor Aufregung. Ich hätte fast geweint. Das weiß ich. Ja, okay. Ich lasse es einfach, ich erzähle einfach gar nichts mehr. Oh. Schokolade oder Karamell? Schokolade. Hm. Ja, Karamell. Könntest du dir vorstellen, mit der Schauspielerei anzufangen? Ja. Oh nein, bitte nicht. Oh, hör mal, eine Legende. Wie geil ist das denn? Weil ich würde mich voll in meine Rolle fühlen, ne? Nein. So. Oh, Mio. Was war das schönste Erlebnis mit deiner Crew? Die Karma-Tour. Das war voll nice. Ja. So, Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, trotz komischer Qualität wegen meinem Handy. Ja, ansonsten, ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss! Ciao!